Willkommen bei einer neuen E-Bike-Tour auf meinem Kanal. Eine gute Freundin und ich sind seit längerer Zeit mal wieder unterwegs und inzwischen sind sommerliche Temperaturen bei uns. Uns hat es in die Nordpfalz verschlagen. Wir stehen, wie ihr sehen könnt, bei Dreisen. Und wir sind in einer Region unterwegs, die uns völlig fremd ist. Wir sind eben auf dem Hinweg am Donnersberg vorbeigefahren und werden auf unserem Weg auch in Richtung Grünstadt unterwegs sein, auf Radwegen, die uns völlig unbekannt sind. Dabei wird sein ein altes Viadukt, was wir sehen werden, und der sogenannte Zellertalradweg. Dinge, die wir bisher noch nie gehört haben in einer Region, die wir unbedingt heute mal erkunden wollen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommt einfach mit aufs Bike. Ja, unsere Tour startet hier in Dreisen, einem Ort südöstlich vom Donnersberg. Also eine Region, die eigentlich für mich bekannt ist, aber zumindest mit dem Fahrrad noch nicht wirklich erkundet worden ist. Von uns beiden sowieso nicht. Daher ist es heute eine ganz spannende Sache mit Radwegen, die für uns ganz neu sind, von denen wir auch bisher noch gar nichts gehört haben. Dazu haben wir noch ein paar kleine Highlights, insbesondere das alte Viadukt, was wir gleich sehen werden. Und ja, heute bei sommerlichen Temperaturen ist es auf jeden Fall wieder sehr angenehm, auf dem Rad zu sein. Und ja, für dich ist es die zweite richtige Tour mit deinem neuen KTM E-Bike. Und dann kannst du heute auf der zweiten Tour mit deinem Fahrrad mal ein bisschen rausfinden, wie es dir so zusagt und was man vielleicht noch dran verändern müsste, wenn man denn wollte. Insbesondere was die Unterstützungsstufen oder Ähnliches angeht. Es ist ja auch das Bosch Smart System. Ich kenne mich hier auch wirklich gar nicht aus. Ich meine, klar, Grünstadt sagt mir was, aber ich glaube, dann hört es auch wieder auf. Und halt der Donnersberg und die paar Orte, die drumherum liegen. Eine Sache, bei der du mir sicherlich bei der Tour auch mal ein bisschen Bericht erstatten kannst, ist ja, ob das Fahrrad für dich komfortabel genug ist. Weil ich habe dir ja die gefederte Sattelstütze entfernt, damit du ein kleines bisschen angenehmer oder tiefer sitzen kannst. Aber das raubt natürlich auch ein bisschen Komfort und vielleicht muss man ja doch überlegen, die wieder einzubauen, je nachdem, ob es von der Höhe her passend ist. Denn das KTM kommt ab Werk mit einer gefederten Sattelstütze, die natürlich aber auch ein bisschen höher aufbaut als eine nicht gefederte Sattelstütze, weil man die verständlicherweise ja nicht so tief in den Rahmen rein versenken kann. Ja, generell kam es mir so vor, als wäre das Jahr jetzt schon ganz schön schnell vergangen. Wir haben schon wieder Ende Juni und die Zeit ist tatsächlich verflogen. Klar, für die meisten fängt die Fahrradsaison jetzt erst so wirklich an, aber wenn man sich vor Augen hält, dass wir jetzt schon wieder Temperaturen von über 30 Grad haben, dann merkt man doch, dass einiges an Zeit schon wieder vergangen ist in diesem Jahr. Und ich merke es natürlich auch daran, wie viele Mountainbike-Touren ich zum Glück schon gemacht habe oder machen konnte. Da muss ich dann nicht unzufrieden sein, wenn es im Sommer dann vielleicht ein bisschen ruhiger wird und ich nicht bei den ganz wilden Temperaturen oft unterwegs bin. Obwohl ich ja schon Lust habe, also trockenes Wetter bedeutet auf dem Fahrrad sitzen für mich. Und ich habe ja nicht ohne Grund meine beiden Urlaubszeiten in den Sommer und in den Herbst gelegt. Die werden natürlich dann auch und klar, der Bosch ist zwar lauter und stärker, aber man muss halt dazu sagen, der Befang von deinem vorherigen Fahrrad vom Fischer, der war halt auch ein Einhorn. Also ich kenne keinen anderen Mittelmotor neben dem M400, der halt wirklich so leise ist. Und ich finde aber trotzdem, dass der Bosch in deinem KTM ganz gut gedämpft ist. Er hört sich irgendwie nicht ganz so laut an wie bei mir. Bisschen andere Frequenz, weil man kann als Hersteller schon ein bisschen was daran machen, wie sich ein Motor anhört, indem man den Rahmen einfach passend konzipiert. Wir haben ja deutlich mehr Wald bei uns. Und da hinten übrigens, das ist der Donnersberg, der höchste Berg in der Pfalz. Darf man nicht vergessen, das ist so der Dreh- und Wendepunkt hier. Und da sind wir dran vorbeigefahren und da hinten, glaube ich, irgendwo in Dreisen gestartet.
Nicht zu verwechseln mit Freisen. Das war unsere erste Überlegung, nochmal ins Saarland zu fahren. Aber irgendwie sind wir dann doch sehr oft im Saarland unterwegs gewesen im letzten Jahr und wollten doch mal ein bisschen was anderes sehen, insbesondere in der Region, wo vielleicht nicht so viel touristisch los ist. Und du scheinst schon ein großer Fan vom Automodus geworden zu sein, gell? Weil den kann ich wirklich nur empfehlen für Trekking-E-Bikes. An der richtigen Position, also entweder anstatt des Tourmodus oder anstatt des Sportmodus, ist der schon sehr, sehr passend. Für mich auf dem Mountainbike am Schluss wirklich nicht ganz so ideal, aber da schaut doch einfach mal in das Video rein, wo ich alle dynamischen Modi mal auf dem Fahrrad getestet habe. Das war im Frühjahr 23 und da gehe ich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, warum es dann am Schluss wirklich wieder nur die linearen Modi bei mir geworden sind. Elbsheimer Hof, könnte das sein? Elbsheimer Hof könnte dieser kleine Ort hier sein. Wir fahren jetzt links und das ist dann auch der Start des Radwegs offiziell für uns. Na, guck mal, hier steht es sogar nochmal an. Habe ich es richtig gelesen? Elbsheimer Hof. So. Das hier ist leider eine Sache, die man wahrscheinlich hier auf dem Land nicht so gut vermeiden kann. Und zwar ist der Radweg hier offiziell auf der Straße, auf dieser Landstraße. Und hier haben wir einen wirklich schönen Donnersbergblick. Der ist auf Komoot auch als Highlight vermerkt, aber ich habe es euch eben ja schon gezeigt. Ja, das hier vorne wird schön ausgeschildert durch den Schriftzug auf dem alten Bahnhof. Der Bahnhof von Mannheim ist das Ganze hier. Der Radweg, auf dem wir jetzt hier sind, beziehungsweise der hier über die Straße verläuft, das ist der Westpfalz-Radwanderweg. Aber ich freue mich vor allen Dingen auf den Zellertal-Radweg, der dann auch fernab von der Landstraße verläuft. Ah, hier sehen wir dann auch unser erstes großes Zwischenziel. Das alte Viadukt bei Mannheim. Das Viadukt hier war die ehemalige Bahnstrecke von Mainz über Alzey nach Kaiserslautern, die inzwischen nicht mehr existiert, weil dieses Viadukt irgendwann im Zweiten Weltkrieg gesprengt worden ist. Sehr interessant, wenn man sich überlegt, wo dieses Viadukt dann entsprechend hingeführt haben muss. Das hat ja ein ganzes Tal dann gequert. Ein vergleichsweise hohes Bauwerk, eine hohe Brücke dann letztlich. Ja, landschaftlich ist es wirklich richtig toll. Ja, stimmt. Das Einzige, was stört, sind die ganzen Windräder. Die zerstören das Landschaftsbild total. Das hier müsste genau der Zellertal-Radweg sein, der auf Komoot auch mehrfach beschrieben worden ist als sehr angenehm. Klar, wir sind hier an der Bundesstraße, aber vielleicht oder hoffentlich verläuft der Weg nicht die ganze Zeit hier an der Bundesstraße und vielleicht kommen wir auch noch mal ein bisschen weiter rein in die schöne Landschaft hier. Aber man merkt jetzt an den Wetterbedingungen schon ein bisschen, wie es ausschaut, wenn wir wirklich im Sommer irgendwann sind, weil der Fahrtwind, den wir jetzt aktuell haben, der kühlt schon nicht mehr wirklich. Das ist einfach nur gut warme Luft mit etwas erhöhter Geschwindigkeit. Wir kommen jetzt hin nach Albisheim und auch Worms steht hier an, beziehungsweise der Weg führt in Richtung Albisheim. Mal schauen, wo es uns dann letztlich hin verschlägt, was der nächste Ort ist, den wir durchfahren. Du bist ganz schön flott unterwegs. Ja. Ein Automodus-Fan, sehr schön. Es ist natürlich nicht ganz so viel Wald wie jetzt beispielsweise bei uns in der Region, wo wir ja gar nicht drumherum kommen, irgendwo durch den Wald groß zu fahren. Aber es ist trotzdem eine schöne Weitsicht und man schimpft natürlich öfter mal über solche Regionen, wo es nicht so viele Waldgebiete gibt, dass es ja einfach nur ödes Flachland ist, aber das ist in dem Fall nicht so. Hier fährt man wirklich sehr, sehr angenehm. Das hier sieht nach dem Ort Zellertal aus.
weil das zumindest mal das erste auf dem Schild hier ist. Oder Albisheim. Das könnte natürlich auch das sein. Hier, Albisheim grüßt Sie. Sehr gut. Ja, raus aus Albisheim, weiter auf dem gemütlichen Zellertalradweg, der inzwischen jetzt auch nicht mehr an der Bundesstraße verläuft, sondern einfach hier entlang von Feldern. Das ist angenehm. Wahrscheinlich ist das eine bessere Idee gewesen, als heute den neuen Bahnradweg auszuprobieren, weil das war die eigentliche Überlegung. Wir waren im letzten Jahr ja mehrfach im Saarland und haben da natürlich auch mitbekommen, dass der sogenannte Bahnradweg im Bau ist und haben den auch ein paar Mal ganz kurz illegalerweise befahren oder wahrscheinlich nicht illegalerweise, aber bevor er fertig war. Und eigentlich hatten wir uns vorgenommen, heute mal den Bahnradweg komplett zu erkunden, aber an einem Sonntag ist es wahrscheinlich nicht unbedingt so ideal, insbesondere weil der Boostalsee wieder auf dem Weg gelegen hätte und der ist ja kräftig besucht, wie wir beim letzten Mal dort schon feststellen mussten. Hier links von uns scheint der Ort Zellertal zu liegen. Ich glaube, da kommen wir auch gleich rein. Der Ort, der auch dem Radweg den Namen gegeben hat. Hagsheim-Zellertal, also das gehört scheinbar zusammen. Radweg gesperrt. Und jetzt? So, hier haben wir eine Sperrung auf dem Zellertal-Radweg. Das ist natürlich ein ganz kleines bisschen ärgerlich, insbesondere wenn man überlegt, dass hier ja schon ein bisschen Fahrradsaison ist. Aber wir umfahren das Ganze ganz gekonnt. Anlieger bis Baustelle frei ist halt die Frage, ist der ganze Ort zu oder nur bis zu einem gewissen Punkt und man kann es dann umfahren. So, trotz Baustellenwarnung probieren wir unser Glück jetzt mal in den nächsten Ort hier rein. Könnte natürlich sein, dass wir hier gleich vor einer Absperrung stehen, aber hoffentlich kann man die umfahren, sobald man irgendeine andere Straße wählt, in dem nächsten kleinen Ort. Und das ist jetzt das Zellertal. Wirkt wieder sehr schön gemütlich hier. Mal wieder rein, mitten durch die Weinberge. Schön. Und hier wieder von der ganz kleinen Erhebung runter. Da bekommt man einen richtig schönen Weitblick. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, könnte es sogar schon sein, dass wir irgendwo in die Richtung von Grünstadt schauen. Und wir sind jetzt tatsächlich vom Zellertalradweg unten. Und wenn ich die kleine Schrift auf dem Handy richtig entziffert habe, könnte das hier der sogenannte Tullo-Radweg sein. Trullo-Radweg, nicht Tullo, Trullo. Verläuft auch über einen Weinwanderweg. Ganz tolle Kulisse hier. Wenn ich falsch liege, werde ich es nicht ins Video reinschneiden, aber sind Trullos nicht auch diese kleinen Weinbergstürme? Sowas wie da wahrscheinlich. Das könnte doch ein Trullo sein. Ein Trullo, ja. Ich wusste, dass ich den Begriff irgendwo herkenne. Ja, also diese sogenannten Trulli kommen aus Italien und hier in dieser Region stehen entsprechend auch einige. Das sind diese kleinen Rundhäuschen mit spitzem Dach, die als Unterstände in den Weinbergen aufgestellt worden sind. In Italien hatten sie, glaube ich, ursprünglich eine andere Verwendungsart, aber das kann ich jetzt gerade nach dem kurzen Studieren des Wikipedia-Artikels nicht genau sagen. Und hier scheint es irgendwie Weinfest oder Weinwanderfest oder ähnliches zu geben. Hier sind Ständchen. Ah, schöne Sache hier, bewirtschaftet. Hallo.
gut was los. Aber ich finde die Idee klasse und deshalb finde ich sowas immer, immer richtig prima, wenn irgendwo in der Natur Ständchen aufgebaut sind und dann für die Wanderer und Radfahrer was geboten wird. Waffeln, Wein, Säfte, so sah das gerade aus. Prima, also sowas macht dann Laune, wenn man hier in der schönen Landschaft unterwegs ist und dann ja, irgendwo auch Gastfreundschaft gezeigt wird. Ah, und das hier ist ein, ich glaube, das Haus der Weinstraße oder so, wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Wie fahren wir denn hier? Bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Bin mit einem kleinen Weiher scheinbar hier in dem Haus der Deutschen Weinstraße. Aber davon entfernen wir uns direkt wieder. Bisschen über der Hälfte unserer Tour haben wir mal eine ausgiebige Pause gemacht. Hier in den Weinbergen mit schöner Weitsicht, schönem Schatten. Das ist wirklich richtig angenehm, wenn man sowas findet, weil in einer Region, wo nicht wirklich viele Wälder sind, ist es natürlich auch klar, dass wenige Bänke im Schatten stehen. Jetzt, wo wir hier an so einem Weinbergturm vorbeifahren. Schön. Ja, ich hatte es ganz am Anfang auf der Tour gesagt, dass das ja ein Phänomen ist, was wir wahrscheinlich im Sommer jetzt häufiger erleben werden. Und zwar, dass sich der Wind dann zukünftig so anfühlen wird wie ein Föhn. Wir sind auch an der Weinstraße inzwischen, hast du ja gesehen, Haus der Weinstraße. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt dort beginnt, zumindest für unsere Tour, ja, aber ob sie jetzt in dem Nord-Süd-Gefälle dort beginnt, weiß ich nicht. Asselheim, Stadt Grünstadt, also wahrscheinlich ein Vorort oder Stadtteil von Grünstadt hier in Asselheim. Ja, so Außenbezirke von einigen Städten sind ja eigentlich auch oftmals relativ ruhig und angenehm. Hier in Asselheim kein Unterschied, wirkt sehr gemütlich, liegt natürlich auch daran, dass es ein Sonntag ist. Aber hier kann man wirklich ganz angenehm durchfahren. Und Fachwerk, ah, wunderbar, das sieht richtig gut aus. Schön. Komoot sagt jetzt hier gerade Long Distance Cycleway. Also sind wir wieder auf was Gemütliches an Radweg gewechselt, was ab hier wahrscheinlich ein bisschen länger Bestand hat. Aber ich sehe leider keinen Namen. Ah, das hier ist jetzt der Barbarossa-Radweg. Der führt von hier aus auch bis runter nach Kaiserslautern. Jetzt müsste ich natürlich mal auf der Karte schauen, wie weit wir von Kaiserslautern entfernt sind. Das müsste noch eine gute Ecke sein. Ich glaube, wir sind ein gutes Stückchen östlich oder nordöstlich davon. Und von hier aus kriegt man dann halt diesen Barbarossa-Radweg, der halt auch ein gutes Stückchen an Distanz überbrückt. Ja, hier steht Kaiserslautern an und Kirch am Bolanden. Das sind vielleicht so die zwei größten Ankerpunkte, die man hier in der Region nennen kann. Und da der Barbarossa-Radweg auch durch Kaiserslautern durchführt, fährt man von hier aus auf jeden Fall noch 30 Kilometer auf diesem Radweg. Daher hat Komoot eben ja ganz richtig gelegen mit der Aussage Long Distance Cycleway. Hier geht es in Richtung Eisenberg, auch ein Städtchen in der Nordpfalz. Ja, unsere Ortsdurchfahrt hier durch Eisenberg in der Pfalz ist ein bisschen trostloser als durch die anderen Orte bisher, weil es halt auch wirklich eine etwas größere Stadt ist. Und hier waren wir eben im Industriegebiet und haben jetzt hier so ein bisschen größere Straße, wenn auch nicht die Hauptstraße. Wir fahren hier gerade, glaube ich, an dem Ort Göllheim vorbei und sind auf den letzten paar Kilometern in Richtung Dreisen zurück. Leider haben wir hier ein ganz mieses Stück Landstraße erwischt, nachdem wir aus Eisenberg rauskamen. Aber hoffentlich wird das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen ruhiger mit der Abzweigung hier in Richtung Göllheim. Und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen Landschaft genießen auf den letzten paar Kilometern. Ja, wenn wir die Wahl haben, dann werden wir zukünftig wahrscheinlich bei Temperaturen, die vergleichbar mit den heutigen sind,
kürzere Touren planen. Über 35 Kilometer lohnen sich wahrscheinlich nicht, wenn der Fahrtwind nicht mehr kühlt und alles einfach nur ja, warm ist und die Luft steht. Trotzdem, die Landschaft hier ist wirklich angenehm, wenn man wieder von der Landstraße runterkommt. Das sind dann immer sehr anstrengende Abschnitte, die man dann bewältigen muss. Wird dann aber dann letztlich wieder mit ein bisschen Felder- und Wiesensicht belohnt. Reisen 2 Kilometer steht hier an, also sind wir hier mit einem ganz netten Blick über die Felder, auch auf den letzten paar Metern unserer Tour. Gut, dass wir am Schluss nochmal auf einer ruhigen Landstraße waren, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Kreisstraße. Und es war schon ganz schön, hier mal in der Region unterwegs gewesen zu sein, die wir beide so noch nicht kannten. Hier sind wir wieder am Bahnhof von Dreisen angekommen und wir hatten eine Tour mit richtig vielen schönen Impressionen. Wir waren in einer Region unterwegs, die zwar nicht ewig weit von uns entfernt liegt, aber die wir bisher noch nicht so erkundet hatten. Es waren schöne Ausblicke dabei, obwohl es gar keine sehr bergige Tour war. Wir haben richtig schöne, gemütliche Orte gesehen und hatten auch mindestens mal zwei richtig schöne Radwege dabei mit dem Zellertal-Radweg und dem Barbarossa-Radweg. Ich finde, diese Tour hier kann man durchaus empfehlen, wenn man sie vielleicht ein ganz kleines bisschen anpasst, je nachdem, ob man Lust auf viele Kreis- oder Landstraßen hat. Generell auf jeden Fall landschaftlich richtig, richtig toll und sicherlich was, wo wir auch in Zukunft nochmal andere Radwege erkunden werden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen, wie wir beide auf den Rädern hatten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut, bis bald, euer E-Bike-Amateur.